Mit Dark Souls. So, fortfahren. Stufe 105, 25 Stunden und 9 Minuten. Das ist echt irgendwie deprimierend. Ich bin schon wieder die Hälfte der Zeit vom ersten Teil am Spielen. Ich habe auch Gefühl, dass die Hälfte geschafft, weil ich erst zwei von diesen dämlichen Seelen habe. Na toll. So. Irgendwie. So. Wo habe ich eigentlich auch erlebt aufgehört? Eisen. Eingekauft habe ich. Habe ich wieder zum Kerl gemacht, weil mir das Frauengestöhnen doch auf den Sack ging. Erntetal. Warte. Jägerhain war ich jetzt fertig, oder? Da dürfte eigentlich nichts mehr gewesen sein. Außer gehende Leere, weil die ganzen Mobs down sind. Hölle der Untoten, Erntetal. Erntetal, hallo, ich komme. Sängerinnenkleid. Einer weitgereisten Muse. Ach nö, muss ich jetzt immer hier durch den scheiß Giftsumpf rennen? Ringe sind angelegt. Müsste mal gucken, eventuell. Diese Standard-Lederrüstung, die wiegt schon fast zu viel. Mit 60,6%. Muss natürlich, oder ich mache natürlich die Belastung erhöhen. Das geht immer nur so langsam, 1,5% oder so mehr. Igitt. Meine Hose färbt sich tatsächlich grün. Kann ich bitte immer so rumrennen? Die Farbkombi hat irgendwie was. Das sieht ja schon sehr nett aus. Hier muss ich ja. Oh. Oh. Schön, wie sich die Gegner, die weiter im Hintergrund sind, ganz komisch animiert fortbewegen. Erntetal. Och nee. Brauche ich hier echt andauernd Giftresistenzen? Ist ja eklig. Immer noch keine vernünftige Giftresistenz. Ich meine, weiß ich, wo die Alte ihre Knochen hergenommen hat. Romantie voraus, Gift voraus. Jetzt bin ich ja schon hier unten. Ah, oh, nee. Kann ich eventuell. Weil ich kriege ja schon mal. Na geil. Das funktionierte nicht. Jetzt aber. Der reitet den Großen. Okay. Igitt, der wirft ja mit Magie. Kommst du aus? Er ist doch bestimmt vergiftet, wenn ich da reingehe, oder? Jesus! Was ist mit dir verkehrt? Holy shit. Lebenstein. Oh, hi, Skeletti. Titanitscherbe. Es ist doch. Soll ich hier sein? Ja, theoretisch gesehen ist es scheißegal, weil ich überall hin kann. Bist du? Fragen, Amy, du bleibst drinne. Du hast gerade Futter bekommen. Ne. Das halte ich doch nicht aus da drinne. Das ist ja wie im Giftsumpf unten. Im ersten Teil. Ich würde gerne eine Option haben, um nach Giftresistenzen zu filtern. Heidritter Eisenmuskel. Er hat natürlich überall Besserung, aber auch beim Gewicht. Ja, gut, Reduzierung auf 1,1, aber Defense ist natürlich dann auch um die Hälfte reduziert.
3,8. 5,2. War der leichter? Der war leichter. Blutungsresistenz und Ich-Resistenz ist natürlich dann. Ja, komm. Den Scheiß selber aufsetzen. Komponierte Stoffgewand. Es läuft schon wieder alles auf diese eine Rüstung raus. Die einzige mit einem besseren. Macht gar keinen Sinn, die Scheißresistenzen von Vergiftung. Komponierte Stoffgewand, das hat natürlich. Nee, das hat schon. Das wiegt natürlich wieder extrem viel mehr. Uff, Gamaschen, Manschetten. Sie nichts Effektives an. Leere Stiefel. Sind auch ein ganzes Stück leichter. Und 20. Ja gut, schwere Stiefel. Die sind leichter, haben aber auch wieder die Defense reduziert. Oh, das ist doch blöd. Hier ist aber nicht jetzt die leere Stiefel da gemacht. Ja, toll, und die Gamaschen des Auroos natürlich wieder die besseren. Nicht Schwert. Sind nur die Stulpen, die echt da sind. Egal. Ja, diese Scheißrüstung. Weil das hilft ja nicht mal viel. Moment. Ich habe doch irgendwas. Berg vorübergehend. Giftresistenz. Das habe ich doch extra ausgerüstet. Moment. Ausrüstung. Standardhelm. Der wiegt mehr. Der hat halt nur den. Den Helm kann ich auflassen an Ruhe. Rüstung wiegt ein ganzes Stück mehr. Ja, stimmt, habe ich hier irgendwie Gamaschen. Gamaschen. Invasion finden Sie vor. Ach komm. Der Penner jetzt rum. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch am Umziehen. Lasst mich doch in Ruhe. Kann ich einfach wegteleportieren? Das wohl. Mal testen. Kann dafür nicht benutzen. Ah, okay, man kann also nicht davon. Und er leckt sich auch noch durch die Gegend. Ne, geil. Alles schlechter. Aber das Gewicht geht auf. Ach so. Gewicht. Wieso bin ich vergiftet? Ich stand hier auf der Stelle rum. What the fuck? Also kannst du sagen, was du willst, aber der Kerl hackt doch. Wie das jetzt aussah. Er stand da vorne auf der Stelle und ich bin tot. Kann man. Hab sich ein Item, um Leute zu melden oder so. Der überfällt andere.
andere schickt andere in ihre Welt zurück und euch in eure Weltverbindung zu anderen Welten wieder her. Weiß verhelfen eines anderen Herrschers. Opferstand aktiviert, glatterseitiger. Mhm. Überfällt die Welt der Schuldigen. Info. Wenn du für mich das blauen Licht als auch so. Die Idee, das gibt ja. Also, die. Nö. So, jetzt war ich aber bei den Rüstungen. Der Helm ist halt der einzige, der positive Stats hat. Mit nur einem Malus. Die Maschen sind natürlich. Ja. Lass mal die Gamaschen einfach einmal jetzt an. Passt schon. Jetzt aber das aktiviere. Warum werde ich gerade weiter vergiftet? Macht keinen Sinn. Hä? Hä? Die Anzeige ist irgendwie kaputt. Oh, jetzt lebt der Kerl wieder. Oh, ist ja cool. So. Erstmal das essen. So. Das macht bestimmt nicht genug Schaden. Okay, das Ding kann man zumindest gut ausweichen. Okay, hat alle meine Ladung gefressen, aber passt schon. Ach, das nimmt zumindest schneller wieder ab jetzt. Okay. Gefällt mir trotzdem nicht allzu sehr, muss ich sagen. Diese Giftnebel hier unten. Bindende irgendwas. Granitscherbe. Granitscherbe. Hat die Katze nicht noch einen Giftresistenzring? Meine. Bin mir aber nicht sicher. Giftstein. Bindende Seele. Ja, und jetzt muss ich hier raus. Kannst du mir eigentlich irgendwas? Ja, du kannst mir was, theoretisch. Ich dir aber nicht. So. Bisschen Overkill, aber. Bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ah, komm. Du. Ist die Wirkung von dem anderen Ding schon wieder zu Ende oder was? Der Status. Habe ich denn überhaupt an. Giftresistenz. 36. Ist jetzt nicht. So viel. Gefühl, das Ding ist echt schon wieder. Ja, es ist schon wieder aufgebraucht. Glaube, ich will doch in den komischen Nebelwald rein. Irgendwie. Das Gebiet hier ist scheiße. Bündende Seele. Ja, komm, vergifte mich jetzt einmal. Muss ich dagegen anhielen. Kleiner glatter Stein. Immerhin habe ich hier mittlerweile 10 Estus. Da habe ich ein bisschen Zeit.
Schwindende Seele. Ja. Die ganzen Billigseelen. Viel schön, dass wir uns gegenseitig gehauen haben. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass das ein Drecksgebiet ist hier unten? Nicht gerade ein Skelett irgendwo aufgestanden. Fackel. Ah, da ist, glaube ich, der reguläre Weg. Jetzt ist die Frage: Will ich jetzt da vorne weitergehen und riskieren, dass hier noch mehr Giftgebiete sind oder nicht? Also runter und. Ja, gut. Luftzweig und Fackel, nice. Gaflan! Gaflan, nicht Haflan. Verkaufen. Das wollte ich. Deswegen habe ich die ganzen Sachen aus der Truhe wieder rausgenommen. So, durch. Pariert durch. Hält ich, glaube ich, erstmal. Will ich nie benutzen, aber halte ich. Gebrochenes Diebeschwert. Feuerschwert halte ich mal. Zerbrochenes gerade Schwert, zerbrochenes gerade Schwert. Zerbrochenes, zerbrochenes Soldatenschwert. Achso, das ist meine Anfangswaffe. Rederitterschwert. Na gut, ich weiß, wo ich es herbekomme. Bastardschwert, Königsschwert. Königsschwert, Königsgroßschwert. D&D, Geling. Oh, weg. Großschwert kann weg. Halkion Zauber halte ich mal. L sagt mir nichts. Kettenbrecher. Brauche ich nicht. Rikards Degen. Ja, den halte ich mal. Handaxt kaufe ich. Banditenaxt verkaufe ich. Banditengroßaxt verkaufe ich. Keule verkaufe ich. Streitkolbmagie halte ich. Morgenstern kaufe ich. Handwerkarme halte ich mal. Ach, da ist die Kelle der Markt. Okay, die ist dann los. Aber ich halte die mal. Große Keule. Kaufen. Riesige Keule. Drachenzahn halte ich. Flügellanze. Halte ich auch. Wie viele geplusste Waffen gibt es nicht mal mehr? Okay. Gargoyle 2, zack, gibt es 150 Seelen für. Okay, halte ich. Hellbade kann weg. Die ist magisch und die nicht. Dann halte ich beide. Beide Lanze halte ich. Prächtige Lanze. Prächtige Lanze fand ich nicht toll. Zwillingsklinge halte ich mal. Lamm weiß ich nicht. Knochenstab. Kann ich schon anlegen, die Klerikerglocke? Die noch nicht. Umschalten, wie viel habe ich? Ja, gut. Hätte ich nicht benutzen vorher. A-Scaling, D-Scaling, E-Scaling. Warum sollte ich die Scheibenglocke nutzen? Kurzbogen brauche ich nicht. Leichte Armbrust brauche ich nicht mehr. Fernglas habe ich nie benutzt. Okay, Schilder. Fußsoldatenschild, ein paar Mal verkaufen. Eisenparma halte ich mal. Oder? Bei Schilde kann ich eigentlich alle halten. Ich habe nicht so viel angesammelt und da komme ich nicht so oft hin. So. Rüstung, na endlich. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil.
Lederstulpen, achso, die beiden Sachen davon. Ach, die sind nach Set sortiert. Oh, geil. Wanderer, Wanderer, Wanderer. Ritter. Ritter, Ritter, Ritter. Ramponierte. Ramponierte, Ramponierte, Schwere. Äste und Schwere. Wo ist der Unterschied? Banditen, Set, Aurora, Set. Ja. Davon habe ich zu viele. Was ist eigentlich für krumme Zahlen, die man hier bekommt? Infanteriehelm. Wo ist der Unterschied? Egal. So. Gurkenkapuze. Varega-Rüstung. Maschen. Linkslendentuch. Linkskapuze, was soll ich damit? Linkslumpen. Alte Eisentrachthelm. Die hat wahrscheinlich ja gut, die hat gut Defense, aber die wiegt auch fünfmal so viel wie alles andere, was ich trage. Gehen einmal. Königs, Königs, Königs. Alte Ritter Eisenmaske. Alte Ritterrüstung. 170, 160, 170. 130, 120, 142. 33, 120. 17, 19, 12, 17. Okay. Macht keinen Sinn, warum die alte Eisentracht mehr wiegt, aber schlechtere Werte hat. R-Scaling. Scaling. Die alte Ritterrüstung hat dicht mal eine Dingens. Aus hier. Voraussetzung. Okay, weiter. Ja gut. Den Zehntel vom Einkaufspreis, na toll. Das habe ich nur einmal. Pfeile brauche ich nicht. Irgendwas bei, was ich ihm geben kann. Könnt ihr dämliche Seele. Könnt ihr die verkaufen? Okay. Ja, und die Sachen. Gegenstand kaufen. Was ist das? Erhöht Balance. Da ich die sonst nicht treffen werde, wahrscheinlich. Nehme ich die mal mit. Also, gefällt leider keine mehr. Okay. Hier ist echt teuer geworden in dem Spiel. Moos kriege ich halt von den Motten eigentlich. Aber ich kaufe mal 5. 2000 Seelen, einmal das noch. Und 3 Wurfmesserchen. Gut. Jetzt habe ich alles Unnötige verkauft. Hab eingekauft und spreche. With Gavlan, you deal. Much, much deal. Soll ich ihm ins Herz? This you take, for you. Jürgen Großaxt. Okay, cool. Danke. Benutze ich nie, aber trotzdem danke. Gavlan will. Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many, many souls. What you want. With Gavlan, you will, you deal. Glaubt er, sagt die gleichen sinnlosen Sachen wie vorher. Gavlan will, Gavlan deal. Ja, er sagt die gleichen Sachen. Gavlan, what? With Gavlan. Nee, ich will nichts.
Go home. Öffnen. Und jetzt werde ich gefressen. Komm. Bruderstein. Ah. Cool. Na gut. Irgendwie? Ach Gott, da unten drinne. Feuersam, göttlicher Segen. Nice. Flamme nochmal upgraden wieder. Sonst war da nichts. Immerhin, dann ist er schnell vergiftet, aber solange einem nichts im Nacken sitzt, kann man davon auch gut wegkommen wieder. Na, springt irgendwas auf mich runter? Versuch Distanzkampf, was? Ihr seid denn ihr für hier? Ist klar. Ihr habt eine begrenzte Reichweite. Liege ich richtig, dass ihr gegen mein Pyromantie immun seid? Wenn meine Pyromantie überhaupt ankommen würde. Gut. Wird das schon mal geklärt. Die Leiter hat meine Pyromantie geblockt. Hexerei. Was? Hexerei-Urne. Achso. Okay, ich erhol die in den. Ich meine, die sehen nicht gerade stark aus. Au. Okay, wir halten nichts aus. Machen aber gut damit, wenn sie treffen. Wow, das war knapp. Wüstenzauberin Kapuze. Du bist schon tot. Ey. Homing Attack ist hier nicht angesagt. Ich komme nur da vorne lang. Ich will lieber da unten lang gehen. Kannst du mich treffen, wenn ich. Okay. Du bist nett. What the fuck? Okay, du bist doch nicht nett. Ich dachte, ihr wärt nett, aber ihr bist nicht nett. Das wird ganz und gar nicht nett. Warum werde ich weiter vergiftet, trotz dessen? Ach so, weil das Gift noch an meiner Hose klebt. Ach so, das geht mit dem Laufen ab, okay. Oh nö. Habe ich das Dickerchen wieder hier? Ja, geil. Wurde gar nicht erst getroffen.
laut bis Hans haben, bis ich dich angreife. Kann das sein? Ne, auf die hohen Krieche habe ich jetzt keinen Bock nochmal. So. Ah, hier kommen wir nicht hinterher. Gut. Ja, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Hat irgendwann wohl nur die leichten geschossen oder wie ist das? Moment. Es ist aufgeräumt, aber es ist immer noch nicht so aufgeräumt, wie es hätte. Hallo? Wie es hätte sein können. Aber was greife ich denn? Das Vieh kreist mich an. So. Bin ich einfach nur blind da. Okay, ihr haltet nicht viel aus. Das ist schon mal positiv. Okay, das ist ihre maximale Reichweite. Da und der Distanzkampf. Nahkampf wäre aber auch machbar gewesen. Ganz nebenbei erwähnt. Scheiß Armbrust wiegt 7%. Dieses. Arsch mich nicht. Ich kann auch durch sonst solche Wände kaputt machen. Wo kommst du denn her? Ach, ihr kommt jetzt an, weil ich eure Handen durch hab, oder was? Okay, da komme ich nicht durch. Dann halt nicht. Warum ist es hier so unnatürlich hell? Stimmt doch irgendwas nicht. Loren ist gut. Magiestein. Nice. Hurra für Hebel. Ach, jetzt wirklich. Ach. Unnötig. Habe ich wieder die ausrüsten? Am Brust. Denn so ein scheiß Käfer ist. Wo geht's hier hin? Wieso ist hier schon wieder Leuchtfeuer an Leuchtfeuer? Also komm, das ist jetzt wirklich. Ich hab Bock jetzt die Vergiftung abzuwarten. Ich will nur wissen, ob hier irgendwo was drin ist. Also mit der Armbrust habe ich die Fatroll. Okay. Cool. Weil ich über 70% bin? Wahrscheinlich. Na geil. Jetzt rennen die anderen weg. Ist das toll. Warum benutze ich nicht meine Feuerbälle? Doch jetzt die Dingens. Das Feuer hier gehabt. Flo eigentlich noch wach oder schon wieder eingeschlafen? Wollt ihr mich verarschen? Warte halt.
einen habe ich schon mal. Gleichstein. So, noch 50.000 mal mehr. Immerhin ist das Feuer hier dann doch relativ schön gesetzt. Irgendwie machen wir es halt anders. Langschwert. Dann halt so. Müssen wir halt tricksen mit den Waffen. Also für ein Langschwert. Also ein Langschwert stelle ich mir ein bisschen anders vor. Das hat irgendwie eher was von einem Kurzschwert gefühlt. Okay, bei dir muss ich mir was ausdenken, weil du bist extrem weit weg. Sie bemerkt mich zu schnell. Ist ja uncool. Wehe, der hat gleich nichts Tolles. Kann ich eigentlich... Naja, das Ding ist einfach zu schnell für mich. Ja, so habe ich auch das. Ich will nur diesen scheiß Leuchtkäfer jetzt klein haben. Okay. Tada. Jetzt hast du langsam genug zum Angreifen, verdammt. Aber die Taktik funktioniert. Hurra für Höhle, ja. Hurra. Run, bitch, run. Ja, wenn ich renne, dann rennt das Ding weg. Scheiße. Jetzt ein bisschen problematisch. Ich will den jetzt aber auch haben. Das war eine scheiße Idee, hier hinterher zu jumpen. Sprint voraus. What the fuck? Halt. So. Ach so. Das meine ich mit Sprint voraus. Igitt! Ich will doch nicht mehr hier rein. Nur weil ich den Vieh hinterher wollte. Menschen mit große. Okay. Warte mal, solange ich die Vieh da in Ruhe lasse. Warte, von wo kommen jetzt schon wieder Feuerbälle? Ach. Jetzt bin ich wieder hier oder was? Wow. Wie komme ich da hin?
Wo falle ich hin, wenn ich... Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich da reinfalle, bin ich komplett tot, oder? Okay, nee, bin ich auch nicht. Oh. Jetzt habe ich nicht auf den Boden geachtet. Ich will doch nur den Glitzerkäfer haben. Den Glitzerkäfer. Wenn ich jetzt eigentlich... Jetzt weiß ich, dass ich da reinrennen kann. Ich jetzt das so mache. Ich noch was anderes, das besser von oben nach unten haut. Hammer oder so. Nee, haut genauso. Riesige Keule. Zumindest ist sie größer. Vielleicht klappt das ja. Das solltest du halt nicht machen. Also ich habe lang genug... Halt. Achso, hier kann ich einfach runterlaufen. Okay. Dann musste ich springen. Schwer dieses Loch. Theoretisch Invasion vom Finstergeist verlassen. Ja, nee, ist klar. Natürlich dann, wenn ich Bad nicht kann. Das ist aber wieder ein NPC, oder? Zumindest wieder ein Menschenbild ab. Cool. So. Nicht eigentlich die Quelle tragen? Nee. Reisen. Nicht reisen. So. Ich möchte diesen Käfer haben. Was ist an diesem Käfer so schwer zu bekommen? Muss doch irgendwie funktionieren. Ich weiß, es ist wieder ein sehr spannender Part, aber ich will jetzt diesen Käfer haben. Ich könnte mir die Mühe machen und extra sogar einen Timeskip einbauen dafür, aber... Ich glaube, das wirkt nicht. Das bringt nichts mit der Waffe. Die ist so langsam gefühlt. Zur Linkslinge. Bringt die irgendwie was dagegen? Die haut von unten. Oh, gut. Versuch's mit der. Hä? Hä? Ich hab doch noch HP oben gehabt. Ich meine, ich bin wahrscheinlich jetzt an Gift gestorben. Ganz blöd, aber... Ah. Okay, wenn ich von rechts anlaufe, dann geht er nicht ins Loch rein. Okay, merken.
Das habe ich nur rausgefunden, weil ich gestorben bin. Cool. Der Tool hatte sogar was Sinnvolles. Wie viele Menschenbilder habe ich? Ach, 27. Okay. Ist ja im Endeffekt doch nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hätte mit denen. Hab dich, du Sexvieh. Geht doch. So. Was war jetzt eigentlich mein Schild? Königsdrachenschild. Und ab und wieder mein Speer. E und D-Scaling, okay. Hopp. Eisen, Majula. So. Rechnen. Halt, was mache ich eigentlich hier? Wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken, ob ich den Speer upgraden kann. Rüstung verstärken. Das Ding könnte ich sogar theoretisch. Schön, sehe ich relativ gut. Ich habe halt. Er hat schon so die besseren Resistenzwerte dafür. Nee, da. Kniesbrocken, einen brauche ich noch wieder. Okay. Oh, den Schild. Ah, der ist halt für physisch ganz geil. Der ist halt allgemein ganz geil. Was hat er jetzt? Der Rosenschild da hinten noch? 80 Blutungsresistenz, 95 Giftresistenz. Blütendrachenschild. Ja, diese Drachenschilder sind, glaube ich, die besseren Schilder im Spiel. Je nachdem. Also den kann ich gegen Giftgegner gut nutzen. Und gegen Blutung. Und den kann ich gegen Fluchabsorption und Versteinerungsabsorption. Und 45, 65. Den kann ich allgemein auch für das andere nutzen. Und den für physisch. Aber den upgrade ich mal jetzt. Bisschen. Was? Wo ist er hin? Ach, da. Ach. Der braucht. Also der hat. Ah, okay, den hab ich schon jetzt. Hatte ich hier schon noch zwei, okay. Dann die Scherbe. Komm. Klingt aber eigentlich nicht mehr viel jetzt. Nee. Das ist Verschwendung bei der Giftresistenz. Und bei dem. Ja. Einen ganzen Punkt fast teilweise bei den Resistenzen. Bei dem. Ja, bei dem ist komplett verschwendet. Bei dem brauche ich das nicht. Zerglocke. A-Scaling und ein D-Scaling. Ein Wille. Mindest ist plus 3. Ich mal machen. So. Ja, Rüstung kann ich sowieso vergessen meistens. Bringt mir eh nichts. Gegenstand kaufen. Angriff beste Verteidigung ist nach dem Prinzip. I'll be around, if you make it back. Ja. Also Ausrüstung. Will mal ganz kurz die Stachelpeitsche testen. Greift denn die so an? Eine gute Reichweite. Brauchen die für
Dieses Feld bewegt sich langsam. Beihändig. Mache ich erst eine Drehung. Hat die irgendwelche besonderen Werte? Blutung gibt die ganz gut hoch. Ansonsten. Na gut, und jetzt theoretisch noch mit der zweiten Hand. Rickards-Degen. Jetzt mal mit dem Parierdolch teste. Okay, der Dolch ist halt leichter. Aber schwächer. So. Ah, okay. Das ist zumindest nicht im Dual Wilding möglich. Okay, das funktioniert auch nicht mit dem. Okay, nee, dann ist das uninteressant. Dann versuche ich gar nicht erst zu wechseln. So. Achso. Effekt Zauberkraft, ne, wollte füllen werden, steht sogar dabei. Gut. So, hallo meine Dame. Ach stimmt, ich habe dir nur diese Stoppfestsätze gegeben. Hallo again. How have you? Ach schon, Pyromotivflamme verstärken. Ja, 3000 Seelen zu verstärken. Mache mein Feuer noch stärker. Aha. I'm always here. So. So come and see me when you're in. Das ist die Frage. Will ich meine Stats umverteilen? Mal kurz gucken. Zauberei auf 13 bleibt eigentlich. Belastung müsste eigentlich sogar noch höher. Intelligenz brauche ich. Dann höchstens von Stärke auf Geschicklichkeit und Wille umscalen. Weil der Speer von Stärke absolut nichts mehr hat. Und der scaled halt extrem eher von Wille mit Lightning Damage. Wille wäre natürlich auch dafür dann wieder sinnvoller. Nämlich ein R-Scaling auf Blitz. Ach so. Das wären aber nur 8 Punkte, die ich umskillen könnte. Gut, 4 Punkte noch auf Wille. Und eventuell von Geschicklichkeit ein bisschen was runter. Damit ich die Waffe noch tragen kann. 8, 7, 15 Punkte könnte ich umskillen. Reisen dazwischen. Ist die Frage, wie das funktioniert. Bevor ich jetzt irgendwas falsch mache und gleich komplett aufgeschmissen dastehe. Seelengefäß. Auch einfach. Seelengefäß, also eigentlich kann ich neu verteilen. Sprechen. Okay, du sagst nichts. Still determined as it. Do you wish to start all over again? Punkte neu verteilen. Seelengefäß geben. Ja. Okay. Also, Intelligenz. Ach, das ist mir Angst, was ich vorher hatte. Okay. So. Munition muss auf jeden Fall wieder auf 26. Mindestens. Qualität auch, weil sonst gehe ich drauf. Andauernd. Zauberei auf 13, damit ich 2 Skills behalten kann. Geschicklichkeit musste auf 25 sein. Und Stärke auf 20 für die Armbrust.
Das sind die Resistenzen. Was würde ich da eigentlich an Giftresistenzen? Ach so. Habe ich da jemals. So. Habe ich noch 32 Punkte. Wille. Jetzt wieder am Ausgangszustand. Und 20. Da kommt da rein noch. Belastung muss ich mindestens auf 12 wieder zurückbringen. Ein Punkt da rein noch. Gut. Ich noch 3 Punkte dafür. So. Bestätigen. Ja. Gut. Immerhin kann man sowas im zweiten Teil machen. Im ersten Teil hätte ich das eventuell teilweise doch auch gern gehabt. So, dann lass mich meine Waffen angucken. Gut, du hast das. Dann werden. Du hast. Nee, du kannst gar nicht Minus haben. So. Jetzt müsste ich auch eigentlich. Warte, hier komme ich vorne raus, oder? Kann das sein? Ja. Zaubereinstimmung. Genau, jetzt habe ich mindestens einen Slot mehr. Jetzt könnte ich natürlich noch weitere Pyromantie dazu nehmen. Steiniger Stab, steiniger Stab, steiniger heilige Glocke. Ein esoterischer Zauber von Naflan, dem berüchtigten Zauber. Er weckt die Seele längst vergrabener Toter. Kann man den Minions oder wie ist das? Achso, hier große Heilung. Ach, eine Wucht. Aha. Nee. Würde eigentlich gerne so einen Healing-Zauber haben. Der Magieangriff wäre natürlich auch nice, wenn ich hier noch Alternativen nutzen würde, aber das brauche ich ja Magie und nicht Wille. Große Heilung brauche ich 28. Abwelle brauche ich nicht. Okay, dann habe ich noch gar keinen Heilzauber. Den muss ich mir den noch kaufen. Was wollte ich jetzt hier noch testen? Irgendwas wollte ich gerade testen. Was gab es hier noch im Startgebiet, was ich testen wollte? Eigentlich gibt es hier nichts. Ach, was wiegt denn eigentlich? Nur mal so. Für die Offhand. Also, die wiegt 0,5 mehr. Ja gut, dann nehme ich doch mit. Aber im Ernst, was will ich denn jetzt hier noch machen? Ist doch gar nichts, oder? Ah. Hatte gerade einen sehr schönen Gedanken. Den habe ich aber vergessen. Cool, oder? Ja. Sehe ich auch so. Hätte ich halt meinen Speer nicht verzaubert, beziehungsweise hätte ich die. Moment. Also, ach nee, das ist der Heidespeer, stimmt. Die Flügellanze hatte ich ja davor, stimmt. Die Flügellanze hat natürlich das Aas gelenkt auf dem, aber dann fehlt halt der ganze Wert. Ja, komm. Definitiv. Mit Blitz drauf ist das halt stärker. Kann man sehen, wie man will. So.
Katze. Genau, Katze wollte ich. Halt. Giftresistenzring oder Katze? Ah, Giftresistenzring. Ich glaube, das ist mir dann doch lieber. Öffnen. Guck, guck, Miauzi. Oh, die schläft. Hör auf, den tiefen wegzumachen. Und Schärfe. Nee, jetzt kann ich die nicht ansprechen. Die schläft. Ich will einkaufen. Hi. Oh. Who are you again? No, you do have a rat. Das macht keinen Sinn, die Katze schläft. Hexerei. Dringend Fallschaden. Im Feind leicht und Eckwenden. Leichte Verbindung. 8 Stimmen von Gegnern hörbar. Ach, die hat gar keinen. Okay. Nothing suited you, I presume. Ich dachte, das ist ein Giftresistenzring. Da habe ich mich geirrt. Hat der Händler da rein zufällig eine? Ich weiß immer noch nicht, ob ich dich umbringen will wegen deiner Rüstung. Oh, hello again. Hast halt, sonst hast du gar nichts für mich, was ich haben will. Ist halt so ein Punkt. Irgendwie. Ich hab dich bisher nie benutzt. Ich glaube, ich werde echt mal im Wiki gucken, ob du irgendwas Sinnvolles irgendwann. Jetzt weiß ich wieder, was ich im Startgebiet wollte. Oh. Well, Well, I do hope I see you again. Jetzt, wo ich gerade den Shop angucke, jetzt weiß ich wieder, was ich da wollte. Ist das nervig. So. Ah. Nee, einen weiter. Ahilion, hast du jetzt Gegenstück kaufen? Der Stab will ich nicht. Kürze Zauberwegzeit ist natürlich geil an sich, aber soll ich mal Pyromantie egal. Nee, du hast nur Magieangriffe. Dann hast du doch bestimmt. Nee, du auch nicht. Ach. Be safe. Gott, die Willenstante steht doch da hinten. Nimm einen Durchgang. Die Willenstante ist ja hier. Stimmt. Wie viel habe ich jetzt eigentlich an Gewicht dabei? 61,5. Oh gut. Just speak up if you're in need of miracles. That's why I'm here, after all. Gegenstand kaufen. Ah, okay. Ein scheiß Scaling, okay. Erhöht Willen. Ja, gut, das ist natürlich auch so eine Sache. Um wie viel erhöht das Ding? So, Wunder. Heilen. Medizinische Heilung. Große Unterschied, abgesehen vom Preis. Ein wenig TP wieder her. Vor allem eine heilige Glocke als Beschleuniger. Und ein Wunder im Zaubereislot. Ein Zauber mächtiger als heilen, stellt TP wieder her. Und das sind von der ja. Hat halt eine Aufladung weniger, aber halt mehr. Auszug aus Großheilung. Hat dann nur, ja gut, hat nur einen und braucht deswegen weniger. Rein so aus Interesse. Ein mittleres Wunder stellt TP nach und nach wieder her. Ach so. Das ist quasi das Heal Overtime. Meichelndes Gebet. Dies ist natürlich. Das ist natürlich jetzt für das nächste Gebet eigentlich ein ganz geiler Zauber. Elementarwunder für Kleriker. Reinkörper entfernt alle Gifte. Elementarwunder erzeugt eine schockbelegte Umstöße. Ne, die wollte ich nicht. Blitzspeer. Ein Speer habe ich. Okay. Brauche ich nicht. Dafür habe ich hier die Heimknochen.
Ach so. Ja, gut. Was ist das jetzt? Also, das kann ich eh nicht einsetzen. Aber das ist doch eigentlich jetzt ideal fürs nächste Gebiet. May the power of miracles be with. Jetzt hätte ich mir das giftige Moos nicht kaufen müssen. Weil mit giftigem Moos bekämpfe ich quasi meine Vergiftung. Kämpfen wir Feuer mit Feuer oder was? Flamme, Healing. Zaubereinstimmung. Große Heilung kann ich nicht nutzen. Achso, die hätte ich sogar schon. Okay. Halt. Bei Aufladung 28 Wille. Stell für die TP wieder. Okay. Cool, dass ich die hab, theoretisch. Aber. Ja, gut. So. Flammenschneider, Feuerkugel, schmeichelndes Gebet. Gut. Reisen. Okay, das. Die schwarze Schlucht ist immer noch ein weiteres Gebiet. Der Schattenwald wäre typisch davor sogar noch. Erntetal. Minen. Giftring habe ich jetzt nicht gefunden, aber immerhin. Anti-Heal en masse. Anti-Heal sage ich schon. Antidote. So. Na, hoffentlich bin ich jetzt auch stärker. Wow. What the? Hallo? Von wo? Hä? Irgendwie? Da oben? What? Von wo da oben? Ach, von... Okay. Wollte ich gar nicht versuchen. Oh, hi. Dickerchen. Ich glaube, die lassen mich in Ruhe, solange ich sie in Ruhe lasse. Kann das sein? Okay, hier wird scharf geschossen. Will ich noch nicht. Ich würde ja schon gern jetzt unten den Loot einsammeln. Ich muss ich so loswerden. Sicher. Und dann kriege ich auch anders noch weg, aber. Achso, je weiter weg ich bin, desto weniger Damage mache. Wie sieht es damit aus? Es braucht Ausdauer. Oh, ich treffe ihn hier oben sogar. Cool. Und er trifft mich. Solange ich jetzt nicht da reinfalle, ist alles gut. Warum stirbt eigentlich der da oben, wenn ich ihn da unten platt mache? Ja, es funktioniert immerhin. Ja, komm her. So, ich bin nicht los. Dauert das Zaubergegner lang? Ja, nicht. Die Scherbe. Ah, ja gut. Sonnenlichtmedaille. Ich kann es immerhin so ein bisschen steuern.
sieht schon so ein bisschen behindert aus, wie man sich heilt. Odachi. Ja gut. Ein Amulett. Immer kann ich mich kostenlos gegen Chameleon. Sehen als Zapfenkriegers, ja. Dart RD. Das ist doch auch hier ein richtiger Spieler dann. Ah, dann ist er. Wieso müssen ja nicht andauernd irgendwelche Invades kommen? Ach, schön. Hauptsache er packt sich erstmal. Ach, der wird aber nicht davon getroffen, oder was? Und er leckt sich den Arsch ab. Na geil. Irgendwie, er leckt sich echt den Arsch weg. Oder sowas von. Na geil. Kauf dir was das Internet, Junge. Dann kannst du vielleicht treffen. Da ist auch noch ein Weg. Verdammt. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht richtig irgendwas auf dem Kopf. Hier. Ach so, ist klar. Okay. Ja. Okay. Ja, einer im Wald ist nicht schlimm. 50 Stück auf einmal sind schlimm. Cool. Sag mir, dass meine Seelen wenigstens auf dem Weg davor liegen. Was bist du denn dahinter? Ach, du bist so einer, okay. Ja, dann hab ich kein Problem damit. Ich hab doch ein Problem damit. Du machst du Damage. Wenn ich dich lasse. Okay. Lass ich raten, jetzt mir das da einhauen müssen. Hier gehe ich da runter, bin ich tot. Gut, dass ich nicht weiß, wie viele Seelen ich hatte. Kann ich dich bitte anvisiert bekommen? Müssen die alle auf einen Schlag kommen? Das ist das größere Problem. Einer allein ist kein Problem, aber alle auf einmal sind schon so leicht arschig. Und das ist jetzt nämlich gekommen. Erstmal so richtig. Ah. Nicht. Faules Harz. Hält mir das, in ein Giftloch runter zu kriechen? Nee, eigentlich nicht. Geht eines Namenlosen. Ja, ich hab's gesehen. Da ist ein Skelett. Falscher Knopf. Oh Gott. Das ist leicht unfair, möchte ich anmerken, wenn ich ihn nicht sehe. Ach, ich bin schon durch. Was?
Jetzt bin ich verwirrt. Ja, geil. Darf ich's wohl so ein Ding einzusetzen, bevor wir mich haben? Es hat geklappt. Okay. So. Das weg. Das Giftloch hätte ich jetzt angeguckt und das Giftloch. Mein Problem ist das einfach nur mit den Kerlen da. Ja, und die leben wieder. Da unten war ich jetzt aber. Von daher muss ich dann ja nicht mehr hin. Ach, der lebt auch wieder. Okay, cool. Hi. Nee, die darfst du gerne leben lassen, Kerl. Tu mir nichts. What the fuck bist du? Und wo kamst du her? Immer diese Ninjas hier. Oh, hi. Okay, immerhin bekommst du Giftschaden. Gut. Ja, das ist der Stein, ja, genau. Das ist alles Gift, oder? Irdenspitze. Ah, ja, du kannst dich mal. Du hast einen Kopf? Nee, du hast keinen Kopf. Irdenspitze. Ist das hier Gift? Es ist Gift. Gibt es hier auch irgendwas, was nicht mit Gift behaftet ist? Gerade 1:20 Uhr, Viertel nach 8. Du hast eh eingepennt, von daher. Erntetal und Irdenspitze, ja. Jetzt nochmal hier kurz ein bisschen weiter. Ich finde schön, dass du durch deine Giftkette läufst. Hätte echt gern irgendwie. Achso, jetzt bin ich wieder in die Irdenspitze. Ja, bringt sich selber um. Mach du mal. Ach. Die Bitch. Die hilft hier die ganze Zeit mit Feuer. Na klasse. Ich treffe wieder meine Feuerbälle nicht. Jetzt. Wie oft noch ich sollte nicht mit Feuer angreifen, wenn es ein Feuergegner ist. Ist, glaube ich, mittlerweile echt beste Idee, einfach dann die Armbrust zu nutzen. So. Wiegt ja nichts, kann ich direkt anlegen. Guck mir das hier einfach Gift aus einer Ecke entgegen. Nein, das Vieh kannst du wohl lassen. Daran. Achso, da komme ich sogar ran. Skeptiker-Gewürz. So. Das sieht nach Boss aus. Ihr könnt mich mal spielen. Au, was hat mich jetzt abgeschossen?
Ich war mir eigentlich sicher, dass da nichts mehr ist. Morgen gebratener Hund. Gebratener Hund. Okay. Interessanter Name. so. Achso, ich habe ja schon ermordet. Gut. Hier so ein Pilz. Igitt, ich sehe schon wieder, was auf dem Boden kriegt. Igitt. Weg. Ach komm. Könnt ihr nicht mal irgendwie Geräusche machen, wenn ihr ankommt? Willst du es zum ersten Mal? Ja, darum habe ich auch im Steam-Titel Blind drinne stehen. So. Ich meine, ich habe bisher noch nicht eine Mimik gefunden, von daher. Ach so, ja. War ja irgendwie zu erwarten, dass er jetzt so auskommt. Funktioniert das eigentlich schon dagegen, rein theoretisch? Ja, es funktioniert auch dagegen, gut. Gebraten und ist lecker, würzig und gesund. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Fackel. Was soll ich mit einer Fackel, bitteschön, jetzt? Okay, jetzt wollte ich nicht. Ja, wäre praktisch. Du hast ein schönes Giftbad da oben, sehe ich. Freu dich mal. So. Eine Kleinigkeit, für den nächsten Boss habe ich Modell gestanden. Ich gehe mal davon aus, dass der Boss dahinter sein wird, also von daher. Weiß noch nicht, ob ich da jetzt direkt hinter möchte oder nicht. Eventuell vorher einmal noch nach Majula zurück und die Seelen ausgeben. Okay. Schaffe ich den Sprung? Okay, ich schaffe ihn sogar zu weit. Ja, okay. Hm. Ja. Einmal Seelen ausgeben und dann zum Boss. Hm. Das geht ja schon wieder gut los. Hm. Merke ich da so ein kleines bisschen Höllenwagen-mäßiges? Wenn wir wieder zum Boss jetzt rennen hören. Ich habe die Feuerbälle vergessen. Okay, du bringst dich nicht selber um, weil hier keine Giftgläser rumstehen. Schade. Ja, du bringst dich aber wieder selber um. Also, Selbstverstümmelung ist auch immer Art und Weise. Ja, gut. Sehen zu bekommen. So, der nächste. Du rennst auch wieder los, oder? Ja, komm. Au. Okay, meine Seelen liegen wenigstens da oben. Wollte ich nicht da unten hingehen. Kann ich da überhaupt von da oben ran? Wo das nicht überhaupt? Okay. Nahkampffeuer. Den Move hatten wir noch nicht. Und ich habe mich gewundert, warum du so lange gewartet hast. Ich glaube, mittlerweile sollte ich mal wieder ein Menschenbild einsetzen. Ist doch eine ganz gute Idee. So. Nein, ich will kein Hilfesymbol. Ich will hier alleine durch. Au. Das wäre das erste Mal gewesen, dass du getroffen hättest. So. Eine Nietzscherbe. Cool. Schneller. So. Komm mal her. So. Einmal anvisieren da oben. Nein, falsche Waffe.
Pfeile dann halt von mir aus. So. Versuche ich jetzt nochmal darüber zu springen oder nicht? Welches Dämmerungskrot-Drachen-Amulett? Diesmal wusste ich, dass du da stehst. Aha. Lerne mit. So. Linkslendentuch. So. Versuche ich das jetzt nochmal oder versuche ich es nicht? Irgendwie. Wenn das irgendwas nicht dahin jumpe. Zumindest müsste ich vorher. Ich habe vergessen, dass da vorne einer stand. Habe ich noch gar nicht gemacht. Obwohl einfach Rennen reicht. Okay, Rennen. Ja, Rennen hätte ge. Was? Kann es sein, dass das Wasser allgemein mich umbringt? Und nicht der Falldamage? Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass es an dem Wasser liegen könnte jetzt. Und den wieder anlegen. Hm. Was ist denn der da wegen des Bindens? So. Au. So. Igitt, du hast erstmal getroffen. Wieso habe ich dich denn nicht. Alter, wie lange bin ich denn da auf dem Boden gefesselt? Warum hattest du genug Zeit zum Angreifen? Warum warst du nicht direkt 2-Hit? Also, glaubt ihr schreckt mit dem Speer nur dann zurück, wenn ich wirklich stehen bleibe? Kann das sein? Mittlerweile glaube ich das ja wirklich. Ja. Okay, Seelen liegen wieder oben. Passt. Armbrust. Nein, wieder die falsche Waffe. Jetzt kann ich auf jeden Fall nochmal wieder ein Level abholen. Schön. So, Titanitscherbe und das wir dafür hergeben. Wechsel doch die Waffe schneller, meine Güte. Jetzt hast du einmal zu viel gewechselt. Oh, wäre das schön, wenn er einfach mal den Zauber gleichzeitig mit der Waffe ändert. Ein bisschen mitdenken. Das einsammeln. Benutzen. Kein Bock, den Weg jetzt zurückzulaufen. So, Eisen, Majula. So. Sprechen. Ja, Klappe, lass mich einfach nur aufsteigen. Danke. Was will ich denn überhaupt jetzt? Belastung eventuell. Das sind höher. 1,5 Punkte. Qualität ist am Softcap. Kondition. Auch mal ein Ausdauerpunkt. Also, es bringt mir auch nichts mehr mittlerweile. Rüstung. Ich glaube, vielleicht mal einen Punkt auf Belastung wieder. So. Reisen. Erntetal. Minen.
So. Guck ich noch in die Nebelwand und dann mache ich gleich langsam mal irgendwann auch Schluss. Wow. Gut. Okay, jetzt hat sie ja funktioniert. Gut. Egal. Schon. Und ich frage, ob hinter der Nebelwand gleich ein Boss ist oder nicht. Ich gehe davon aus, aber ich hoffe es nicht. Halt, 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 halt. Da kommt gleich wieder Feuerbälle. Ungefähr so. So, dann hier wieder anlegen. Auf jeden Fall, dass da irgendwas zu Gift gleich kommt. So, die Dinger sind alle richtig angelegt. Amulett. Ausrüstung passt. Was nicht? Da. Oder ist irgendwas falsch? So, ein bisschen mehr Damage wieder. Ich wollte den hier vorne anvisieren. Hallo? So. Und 3, 2, 1 kriegen auf die Fresse oder was ist los? Komm. Absuchtdämon. Oh. Okay, du bist langsam prinzipiell. Aber trotzdem triffst du mich die ganze Zeit schön. Wow. Das war knapp. Bekommst relativ schnell Damage. Ja, ein Treffer noch und du bist tot, oder? Nee. Okay, das ist unfair. Aber okay. 14.300 Seelen. Was war denn das bitte jetzt? Ich bin ein tolles Model, findest du nicht? Ja, sowas von. Okay, was sind das jetzt eigentlich für Luschenbosse teilweise? Dieser dämliche Streitwagen, gut, den hätte man beim First Try machen können. In dem Kolosseum. Das waren dann nur die Skelette, die mich genervt haben. Und die Anweisung, renn einfach durch und ignoriere die Skelette. Mhm. Darauf höre ich nie wieder. Jetzt werden Skelette immer platt gemacht, wenn ich das sehe. Und dann kamen die drei Gerippe Lords, wie auch immer. War jetzt auch nicht so der Bringer. Und jetzt das Vieh. Da ist wieder Übergift drin, oder? Also irgendwie. Weiß ich, die Bosse sind teilweise echt. Okay, immer einen richtigen Weg direkt gefunden. Cool. Nächste Bosse haben wir. Ja, befürchte ich. Nach so einem. Ja. Nach so einem Boss muss eigentlich irgendwas kommen. Möchte eigentlich hoch? Theoretisch. Aha. Komm ich da auch nochmal hoch? Ah. Ne, ich glaube, weiter komme ich nicht hoch, oder? Moment, das muss doch bestimmt irgendwie gehen. Versucht springen. Ja, aber ich glaube, das geht nicht. Das hat, glaube ich, seinen Grund, dass die Treppe hier weg ist. Ich meine, jeder normale Mensch kann sich da einfach hochziehen. Da würde selbst ich noch hochkommen. naja. So. Geht da so. Guck noch voraus. Ja, von mir aus. Ja, nee. Dann gehe ich jetzt nochmal nach Majula zurück. Mal noch ein Level up. Und dann mache ich erstmal heute Morgen Schluss. Habe ich auch schon wieder eine Stunde 30 und 38.
So. Nicht ausruhen. Ich level. Danke. Bearer of the curse. So. Seek soul. Seek less. Habe ich eigentlich eine Estoscherbe? Ne, habe ich nicht. Okay. Aufsteigen. Belastung nochmal wieder. Wie sieht es eigentlich jetzt mit dem Gewicht aus? Moment. So. Gewicht. Ach, da unten war's. Ja gut. 2 Punkte reingeskillt, erstmal um 3% ungefähr gesunken. Lässt sich sehen. So. Gut. Die beenden. Ja.